Ja. Hey Leute, guten Morgen. Oh mein Gott, die Sonne ist raus. Ich habe jetzt gerade die ganze Zeit aufgeräumt. Wir haben jetzt gerade gegessen. Hier, es gab das, was gestern gab, also Bratkartoffeln. Und jetzt mache ich mich ready, beziehungsweise habe ich mich schon geschminkt. Also ich habe mich schon ready gemacht und wir gehen jetzt wohin? Spontanaktion. Werdet ihr jetzt gleich sehen. Und Kat macht sie jetzt gerade auch fertig. Anna wird jetzt wieder tätowiert. Anna hat eine Riese. Pelz wegmachen, der Hanna. Du weißt, die wachsen jetzt nicht dunkelschwarz noch. So, haben wir mal runter. Dreh die mal rum. Das wird rumdrehen, das wird wohl rumsiegen. Also rumdrehen. Okay, wieder zurück. Und jetzt nochmal die Ausrichtung stellen. Handfläche reindrehen. Scheint mir gut zu sein. So, jetzt kommen wir nochmal an die Hände ran. Arm an, so. Jetzt nochmal zwei, drei Schritte zurück. Also Arm hochnehmen. Danke, Konstantin König. Das waren die Nachrichten. Guck das mal im Spiel schon an. Ja, mhm, heißt super oder geht so? Doch, gut. Ja. Gut? Ja. Sicher? Ja. Probieren wir noch einmal. So. Was soll das? Ist für dich so bequem? Das wird schwer, ne? Ja. Du musst jetzt deine ganze YouTube-Fans sagen, Mädels, das ist ein voll ekstatischer Schmerz. Besser wie Sex und alles, was du kennst. Besser wie dreimal Bescherung bei der Weihnachtszeit. Ja, wenn das mal nicht ist. Mhm. Boah, das ist kein Fall. Was? Bei der Hautleitung oder was? Wofür? Hier wäre der Mensch normalerweise nicht quält, bloß bei ihr. Okay, müsste alles drin sein. Ich möchte jetzt nicht doppelt reinschneiden, weil meistens wird dann der Strick einfach nur breiter. Ne? Mhm. Wenn irgendwas rausgehen würde bei dieser kleinen feinen Schrifte, nach ca. 6 Wochen ist es auch kalt, vorbeikommen. Machen wir das nicht, aber das ist gut. Okay. Aber sieht für mich eigentlich gut aus. Ich glaube nicht, dass das ganz geht. So, der Manager noch mal in Kamera grinsen lassen gerade. Wir haben auch verantwortlich für den Unfug. So sieht übrigens mein Tattoo aus. Es ist noch am Verheilen. Es tut echt mega weh. Ich weiß nicht, die Stelle ist echt mega empfindlich, aber egal. Auf diesem Tisch sieht es immer so chaotisch aus. Und ich habe jetzt hier ein Geschenk eingepackt für Fix, also unserer Cousine aus Dubai. Also die ist eigentlich nicht unsere Cousine, ihr wisst Bescheid. In Philippinen sagt man das. Auf den Philippinen sagt man Onkel, Tante und Cousine zu jedem. Aber es ist auf jeden Fall Tante Lollis Schwester. Und für sie habe ich jetzt ein Geschenk eingepackt, weil ich das mitnehmen werde, weil in 1,5 Wochen fliege ich nach Dubai zusammen mit Juli. Ich freue mich schon richtig drauf. Und dieses Paket ist für sie. Ich schmink mich jetzt. Weil heute wollen wir was voll Cooles drehen. So für unsere Hauptkanäle. Und es ist jetzt richtig aufwendig. Das wird am 30. online kommen. Ich glaube, der Vlog kommt hier vorher online. Momentan haben wir einen richtig kleinen Abstand.
Eigentlich hast du gar keinen Stand. Ich benutze in letzter Zeit übrigens das hier, das MAC Prep and Prime Natural Radiance Base Lumiere. Weil es macht immer so einen schönen Glow und dann sieht man nicht mehr so müde aus. Das mache ich hier hin. Dann auf meine Nase, bis die Stirn. Ich benutze jetzt eine neue Palette, also von NYX. Probiere ich zum ersten Mal aus. Ich finde die Farben voll schön. Ich trage eigentlich voll selten so orange. Auf meinen Augen. Es ist voll schwer, sich über die Kamera zu schminken. Wir haben jetzt Pizza gemacht. Die sieht so lecker aus, Leute. Yummy. Das gönne ich mir jetzt. Und so sieht das Endergebnis aus. Sieht voll cool aus. Yay! Und habe falsche Wimpern dran gemacht. Das sind die Red Cherry Nummer 43 und ein Eyeliner. Von Manhattan. Cool. Das ist mein Make-up of the day. Und jetzt werde ich noch an der Story schreiben. An dem Video, das wir heute drehen werden. Ich glaube eigentlich Leo. All I want for Christmas You. So kompliziert. Mein Make-up voll schön. Just seen. Ey, also wir haben jetzt unser Skript fertig. Wir werden jetzt auch gleich drehen. Und also wir drucken jetzt gerade das Zeug auf. Und bin echt mal gespannt. Ich glaube, viele können es schon erkennen. Genau. Das macht so süchtig. Vor allem, ich bin eh voll der Super Mario Fan. Ich habe es gestern noch die ganze Zeit gespielt. Vor allem am Anfang dachte ich so, oh, voll scheiße irgendwie. Aber jetzt habe ich schon. Aber eigentlich, jetzt denke ich mir, voll gut gemacht eigentlich. Am Anfang fand ich es irgendwie scheiße. Und dann muss man diese zuerst pinken Münzen einsammeln, dann. Die lilanen und dann die grünen. Es wird immer schwerer. Aber ich fand immer die. Oh, scheiße, ich hab nicht gesehen. Ich fand aber die Levels auch schon im normalen Super Mario für schwer. Eigentlich für die Serie ein Großstadt-Setting gesetzt, aber haben uns dann gedacht, das Ländliche. Damit können sich die Leute hier einfach irgendwie besser identifizieren. Frau Schuli. Der ist schon vorbeigelaufen. Oh, ich mach mich zwischendurch. Action! Go, 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 go! Heute... Cut! Mario, jetzt stopp! That girl! Okay, jetzt einfach wie sie zusammengerichtet, oder? Ja, du musst aber näher hier. Du musst... Wie nah bist du an deinem Gesicht? Ich bin gerade bis da. Okay, sieht man ihn? Ja, Leon ist noch näher. So? Genau, ja. Kann die mal jemand wegwischen? Jeden Tag die gleiche Scheiße! Martin, Lali, komm mal! Ergriff was? Was ist los? Mann, was ist los? Okay. Und dann danach. Was ist los? Was hast du denn? Also, Anna, bist du denn? Ah ja, genau. Und dann ist schon. Ich bin gerade zusammengebrochen. Genau, und dann ist schon. Komm schon Teil 2. Okay. So, richtiges. Nimm das richtig ernst. Und jetzt kommt Teil 2. So. Und das Skript für unser Video. Okay, also was bedeutet das? Richtig ernst.
richtig focused. Ah, genau. Anna, also zweiter Teil ist, du liegst auf dem Boden und ich komm rein. So, Behind-the-Scenes-Aufnahmen. So, du schwenkst einfach oben, von oben runter, wenn sie anfängt zu vloggen, okay? Mhm. Boah, mir ist irgendwie so übel. Nee. Das ist doch zu krass. So redest du doch gar nicht im Vlog. Ja, genau. Boah, das ist irgendwie so übel. Okay. Okay. Aber ich habe gerade Sarah nachgemacht. Ja, deswegen. Okay. Warte, das ist mal gut, oder? Ja. Warte. Nee, und dann. Warte, da kommt ihr dazu. Aber an der O-Ton. Ja, genau. Aber danach, nachdem ich sage, so besser, oder? Und dann sagst du, Cut. Lame, schauen wir mal in den heutigen YouTube-Trends, was denn so geklickt wird. Ja, nee, aber da kommt ja noch ein O-Ton dazwischen, oder? Dann kann ja nee. Leo sagen, ja, also. Nee, ich mach den Scheiß nicht! Ich mach's nicht! Ich hab die Nase. Ich hab die Nase voll. Ich hab die Nase gestrichen voll, Alter. Ich hab die Nase schlafen, du wolltest recht. Warte nochmal. So, wir haben jetzt. Szenen fertig gedreht. Jetzt kommen noch die O-Töne für unsere Reality-Show. Noch, das ist. Ja. Wer macht ihr jetzt O-Töne? Ja. Müsste es nicht eine andere Perspektive sein? Nee, ich stelle es gerade mal richtig ein. Dann müssen wir, glaube ich, ein anderes Objektiv dafür für Dings. Mann, aber du hast gar nicht reingebracht, wo du sagst, Sarah, machst du jetzt einfach? Und ich sag, na, das ist mein Problem. Stimmt, das habe ich vergessen. Ja, weil Leo auf einmal das ganze Skript da dann einfach nur Augen geändert hat. Ist doch egal, ist doch gut jetzt. Nee, oder wir machen es als O-Ton. Ja. Wir sitzen nebeneinander. Und dann sag ich, wie oft mach ich für diesen Test? Schwangerschaftstest. Und dann sagst du neben mir, Sarah, machst du das schon? Action für mich. Okay, dann machen wir es. Action! Boah, wie oft will Nadine jetzt eigentlich noch bringen? Mach sie nur, weil sie. Mach sie nur. Dann mach ich nur. Okay. Okay. Boah, wie. Sag mal, jetzt reicht's aber. Okay. Und Action! Boah, wie oft will er dieses eigentlich? Anna und ich sind schon fleißig am Schneiden. Das ist mir echt so. Und Paddy wird jetzt auch gleich kommen. Mal schauen, wie sie reagieren wird zu unserem kleinen Film. Aber wir haben gedacht, irgendwie so pro Kanal machen wir so 10 Minuten. Anna? Aber es sind doch nur 5 Minuten geworden. So, der eigentliche Film geht irgendwie nur 2 Minuten. Und wir dachten so, krass, ein voll das lange Skript. Aber ihr müsst das ja eigentlich vor dem Vlog von heute hochladen, oder? Nein. Doch, weil sonst wissen die Leute, dann sind die Leute schon voll vorbereitet. Nein. Scheiße, sag ich was Falsches? Ja. Ja, dann nimmst du halt ernst. So, Leute, Kat und ich haben uns jetzt Bett ready gemacht. Wir haben jetzt die ganze Zeit an unserem Video geschnitten. Ja, bin mal gespannt, wie ihr es findet. Also schaut auf jeden Fall in den nächsten Tagen auf unser Kanal vorbei. Da seht ihr das. Also es kommt am 30. online. Ja, morgen werden wir wahrscheinlich noch ein paar Sachen drehen. Wir haben ja, also Leo hat ja Urlaub. Das heißt, wir können morgen problemlos weiter drehen. Vielleicht drehen wir auch noch andere Sachen. Auf Leos Kanal wird es natürlich auch ein neues Video geben. Also wir laden am gleichen Tag alle Videos hoch. Das ist echt cool. Morgen ja, wird dann auch wieder ein Drehtag. Ich bin echt gespannt. Es war was ganz anderes, was wir gemacht haben. Aber mal gucken, wie es so ankommt. Wir gehen jetzt schlafen und deswegen stecke ich euch jetzt an die Steckdose, weil. Akku gleich. Wo ist das Ladekabel, Kat? Ja. Ist das Ladekabel von der Vlogging nicht immer hier gewesen? Hm? Das ist doch. Ach so. Ihr müsst
Tschüss.